Jo, servus Leute, heute gibt es mal ein bisschen ein ausführlicheres Rezept. Und zwar bestimmte Bratlinge, die bestehen aus Süßkartoffeln, Thunfisch und Erbsen. Ja, dauert so circa, sage ich mal, 20 Minuten. Könnt ihr echt sehr gut auch kalt essen, das heißt, könnt ruhig auch ein bisschen mehr davon machen und es für die nächsten Tage aufheben. Ist echt super zum Mitnehmen, mal um es zwischendurch zu snacken. Probiert es einfach aus und ja, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt bringt ihr Wasser zum Kochen, gebt ein bisschen Salz dazu. Und ja, ich habe jetzt hier eine mittelgroße Süßkartoffel genommen, habe die klein geschnitten, geschält und gebt die jetzt dazu. Müsst halt schauen, wie ihr die geschnitten habt, je nach Größe, desto länger braucht die dann. Die hat jetzt circa 12 Minuten gebraucht. Dann den Deckel drauf und dann erstmal kochen lassen. Ihr nehmt jetzt eine Dose Thunfisch. Tropft die ab. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr Thunfisch im Wasser nehmt, nicht im Öl. Gebt die in einen Teller. Ja, und zerdrückt die mit einer Gabel. Jetzt nehmt ihr ein paar Kräuter, einfach was ihr da habt. Zerkleinert die mit dem Messer und gebt die dann dazu. So, das Ganze könnt ihr jetzt wieder ein bisschen verrühren. So, ihr nehmt jetzt eine Zitrone, denkt daran, dass es eine Bio-Zitrone ist, weil ja, die sollte nicht gewachst sein und gebt da jetzt die Zesten dazu. Könnt ihr, wenn ihr keinen Zestenreiber habt, einfach ein Messer nehmen, das geht auch ohne Probleme. So, wieder ein bisschen verrühren, dann Salz und Pfeffer dazu. Jetzt nehmt ihr Vollkornmehl, wenn ihr das nicht da habt, ja, könnt ihr Paniermehl nehmen oder sonst irgendeinen Binder. Und gebt es da drauf. Also ich habe jetzt hier circa ja, einen Esslöffel genommen. So, dann braucht ihr noch ein Ei. Separiert es von dem Eigelb und gebt halt jetzt nur das Eiweiß dazu. Das Ganze dann wieder verrühren. Ja. So, jetzt schauen wir, was die Kartoffeln machen. Die haben jetzt hier circa 12 Minuten gekocht. Kurz bevor ihr es rausnehmt, gebt ihr noch gefrorene Erbsen dazu. Also am besten, ja, sagen wir mal so, sollten die so 5 Minuten ja, mitkochen, einfach dass sie gut aufgetaut sind. Könnt jetzt auch nochmal überprüfen, ob die Süßkartoffel durch ist, einfach mit dem Zahnstocher oder mit der Gabel. Ja, sobald es alles fertig gekocht ist, könnt ihr das abtropfen und in eine Schüssel geben und das Ganze dann zerkleinern. Ich habe jetzt leider keinen Kartoffelstampfer. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach eine Gabel nehmen oder ihr nehmt einfach eure Hände, das geht genauso. Ich habe das jetzt alles zerkleinert. Ihr erhitzt dann eine Pfanne, so mit bei ca. ja, 80% Hitze. Gebt ein kleines bisschen Olivenöl dazu und ja, verteilt es schön in der Pfanne. Lasst es ein bisschen heiß werden. Und dann geht es schon ans Kneten. Also das heißt, ihr nehmt jetzt eine, sagen wir jetzt mal eine Handvoll von der Masse, zerdrückt die ein bisschen, presst die ein bisschen an und formt die zu so einem Patty. Ja, das gebt ihr dann in die Pfanne. Achtet darauf, dass es schon ein bisschen fest andrückt. Und als Tipp, bratet es am besten erst auf einer Seite komplett an und dreht es dann erst. Also bei zu viel Wenden ist dann auch nicht so gut, weil die natürlich jetzt nicht so eine perfekte Bindung haben. Aber wenn es auf einer Seite erst gut anbratet, dann hält es auch wirklich gut und fällt auch nicht direkt auseinander. Seht ihr jetzt hier, das ist schön angebraten. So, die sind jetzt fertig. Also ich habe sie so auf jeder Seite circa 2 bis 3 Minuten anbraten lassen. Dann könnt ihr die auf den Teller geben. Und das war's eigentlich schon. Zum Schluss gebe ich jetzt noch ein bisschen Zitronensaft drüber. Einfach die Zitrone nehmen, die wir vorhin benutzt haben. Es gibt nochmal einen sehr, sehr schönen Geschmack ab. Und ja, dann könnt ihr es auch schon essen. Also schmeckt super warm, aber genauso kalt. Also das heißt, ihr könnt es auch gut am nächsten Tag noch essen. Ja, probiert es einfach aus. Bis zum nächsten Mal.